Was geht ab, meine Freunde? Mr. 90s hier. Willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Freunde, diese Woche gibt es kein Flohmarkt-Video, sondern es gibt ein neues Pickup-Video. Das zweite Pickup-Video auf meinem Kanal. Irgendwie, ich vercheck das immer, die Pickup-Videos abzudrehen. Ich kaufe immer sehr viel auf Kleinanzeigen an. Dann mache ich immer alles schnell auf, um alles abzuchecken. Doch diese Woche kamen gleichzeitig sehr viele Pakete an. Deswegen will ich die einmal mit euch öffnen. Ne, das sind echt so einige Pakete, hat sich echt was angesammelt diese Woche und ja, die will ich gerne aufmachen und euch zeigen, was ich so gekriegt habe, was ich so gekauft habe für meine Sammlung. Wenn euch das Video gefällt und wenn ihr zukünftig mehr Pickups-Videos haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr wisst, abonniert den Kanal, das unterstützt mich immer sehr und ja, bevor ich es vergesse, schreibt auch gerne in die Kommentare, welches von den Pickup-Sachen euch am meisten gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns jetzt beim Öffnen. So, kommen wir zum ersten Paket. Das erste Paket habe ich gekauft von einem Tom. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, was hier drin ist. Ja, wir machen es jetzt einfach mal auf und dann gucken wir mal rein. So. Und so nochmal. Ah, okay, das sind PlayStation 1 Spiele sind das. Die habe ich ganz günstig gekriegt. Die fehlten auch in meiner Sammlung, deswegen habe ich mir die jetzt zugelegt. Und, warte, hier ist noch ein bisschen Folie, ich zeige euch die mal. In dem ersten Paket gab es drei PlayStation 1 Spiele für mich. Und zwar einmal das Spiel Hercules, ich zeige es euch mal. Ja, die Zustände sind gut, hatte der mir auch versichert gehabt, der Verkäufer. Und die Spiele müssten auch komplett sein. Ja, Anleitung ist auch mit bei. Und CD ist auch in einem guten Zustand. Also kann man nicht meckern. Perfekt. Das erste Spiel, wie gesagt, Hercules. Dann auch, hatte ich auch nicht in meiner Sammlung. Okay, hier fehlt die Anleitung. Da muss ich nochmal mit dem Verkäufer schreiben. Magical Racing Tour auch. Ein Spiel, was ich noch nicht gehabt hatte, auch sehr günstig, deswegen habe ich das auch mitgenommen. Und gucken wir mal, ob hier die Anleitung bei ist. Hier ist die Anleitung bei. Das dritte Spiel ist Peter Pan. Und ja, die drei Spiele habe ich echt für einen günstigen Schnapper mitnehmen können. Und deswegen bin ich echt froh, dass die jetzt in meiner Sammlung sind. So, kommen wir zum zweiten Paket. Das zweite Paket hat mir geschickt der liebe Lukas, das öffnen wir mal eben kurz. Gucken wir mal, der hat das auf jeden Fall richtig gut verpackt hier. Was das hier nochmal war, ich muss echt sagen, ich weiß nicht mehr, welcher Name, welche Dings. Ich weiß natürlich, was ich hier alles gekauft habe, aber von wem hier genau, habe ich es vergessen natürlich. Sehr viel Zeitungsmaterial. Ah, okay, der Lukas hat mir ein Pokémon-Spiel geschickt. Und zwar für den GameCube Pokémon XD, der dunkle Sturm. Das Spiel hatte ich noch nicht in meiner Sammlung. Ich habe es echt günstig gekriegt, deswegen habe ich zugeschlagen. Das Spiel ist mit Anleitung in einem Top-Zustand, hat einen geschrieben gehabt. Der hat mir Detailbilder von der CD geschickt gehabt, deswegen habe ich hier zugeschlagen. Und ich meine, ich habe grob 100 Euro dafür bezahlt. Ich müsste nochmal nachgucken. Und deswegen habe ich es auch gerne mitgenommen. Kommen wir zu Paket Nummer 3. Paket Nummer 3 ist von Elvis. Und ich meine, hier weiß ich, was drin ist. Auch eine echt coole Sache, was damals in den 90ern total an mir vorbeigegangen ist. Deswegen habe ich es mir gekauft und das wird jetzt nachgeholt. Ich mache es mal auf hier. Zack. Und yes. Das ist eine Serie und zwar die Serie von Zurück in die Zukunft, die Kinderserie. Ja, die habe ich damals nie gesehen gehabt. Krass, ich kannte das gar nicht. Ich kenne nur die Filme, die sind halt ziemlich cool. Und ja, deswegen habe ich mir das jetzt geholt. Ne? Ist noch sealed. 25 Euro habe ich dafür bezahlt. Deswegen, ja, kann man nicht meckern. Ups. Und ja, da wird auf jeden Fall
angefangen, die Serie zu gucken. Deswegen, ich bin echt gespannt, wie die Serie ist. Kennt ihr die Serie? Habt ihr die Serie geguckt? Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, für 25 Euro, ja, was soll ich sagen, habe ich sehr gerne mitgenommen. Deswegen habe ich es ja jetzt auch. Und da wird heute Abend auf jeden Fall reingeschaut. Kommen wir zum nächsten Paket. Das Paket ist von Bruno. Und der Bruno hat mir geschickt, das werden wir jetzt erstmal einmal abchecken, was der liebe Bruno mir geschickt hat. Ah, wenn ich mich recht erinnere, ist das auch ein Pokémon-Spiel. Müssen wir mal gucken, das müssen wir jetzt einmal vernünftig hier aufmachen und nicht beschädigen. Das hatte ich leider auch bis jetzt noch nicht in meiner Sammlung. Das habe ich mir jetzt auch geholt. Auch in einem super Zustand. Ja, genau. Und zwar hat der liebe Bruno mir verkauft Pokémon Smaragd. Ne? Guck mal, die OVP ist in einem super Zustand. Und ja, wie gesagt, das Spiel hat mir noch in meiner Sammlung gefehlt, deswegen habe ich es gekauft. Gucken wir mal, ob auch alles komplett drin ist. So, ne, Spielanleitung ist mit drin. Also passt das hier schon mal. Poster ist auch mit drin. Ich will es jetzt nicht aufmachen, dieses kleine Poster, was hier mit drin ist. Natürlich das Modul ist mit da drin. Und das Inlay, ne? Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich dafür bezahlt habe, müsste ich auch nachgucken. Und ja, wie gesagt, das hat mir in meiner Sammlung gefehlt. Ich will alle Pokémon-Spiele haben und deswegen habe ich sehr gerne mitgenommen. Kommen wir zum vorletzten Paket, also was heißt Paket, zum vorletzten Packung, sagen wir mal. Das hat der liebe Max mir geschickt. Was habe ich bei Max hier gekauft? Ah, okay, ich weiß, da gab es auch ein Gamecube-Spiel, was ich für 10 Euro mitnehmen konnte. Daran kann ich mich noch gut erinnern, weil das war, glaube ich, das erste diese Woche, was ich gekauft habe. Spiel habe ich nicht in meiner Sammlung und ja, ich habe es eigentlich nur geholt, weil das Cover richtig geil aussieht. Und zwar Batman. Ne? Boah, sag mal bitte, wie geil dieses Cover hier aussieht. Deswegen habe ich es gerne mitgenommen und für 10 Euro, denke ich mal, war das auch ein super Preis. Spiel ist mit Anleitung, CD ist auch in einem super Zustand und ja, alleine wegen dem Cover hat sich das gelohnt und für 10 Euro kann man meiner Meinung nach definitiv nichts falsch machen. So, und dann gab es noch ein großes Paket vom lieben Tim. Den hatte ich auf eBay Kleinanzeigen angeschrieben, weil der den Dachboden ausmistet. Und der hatte zwei, drei Sachen, die mich interessiert haben, die er auch recht günstig abgegeben hat. Ich habe für dieses Paket 50 Euro bezahlt und ich zeige euch einmal, was hier drin ist. Wir machen das einmal gemeinsam auf hier. So. So. Auf jeden Fall gab es jede Menge Zeitungen, ne? Die haben wir dann gerne mitgenommen auf jeden Fall. Ja, verpackungsmäßig hat der Tim das leider nicht so drauf gehabt. Ja, egal. Auf jeden Fall gab es zwei Lösungsbücher. Hier einmal zur Seite. Auf jeden Fall. Dann holen wir das auch nochmal hier raus. So, für 50 Euro gab es eine Nintendo 64. Der Zustand, wie ihr seht, ist ganz okay, ist ganz gut. Ne? Ist soweit auch vollzählig, außer hatte der mir gesagt gehabt, Controller hat er nicht. Was nicht schlimm ist, ich habe genug Controller hier liegen von der Nintendo 64. Die Kabel gab es natürlich auch mit dazu. Und dann gab es noch in dem Set, was echt optimal war, was richtig gut gepasst hat, einmal den offiziellen Spieleberater von der Smaragd Edition. Also habe ich sozusagen in einer Woche direkt beides geschnappt. Also war richtig geil, dass, also ne, gab, war richtig geil, dass es den halt auch noch mit dazu gab. Ja, der ist hier vorne ein bisschen dreckig, das muss ich einmal sauber machen, aber das ist kein Problem. Und einmal den Spieleberater von der Diamond und Pearl Edition.
Das Lösungsbuch hatte ich auch nicht. Das gab es halt auch dazu. Und ja, wie gesagt, die zwei Lösungsbücher plus die Nintendo 64 gab es für 50 Euro. Und ja, für 50 Euro kann man da absolut nicht meckern und nimmt diese Sachen sehr gerne mit. Und deswegen habe ich auch zugeschlagen. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon mit dem zweiten Pickup-Video auf meinem Kanal. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, würde mich immer sehr freuen. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, welches von den Pickup-Sachen euer Favorit war. Ja, ich kann mich eigentlich schwer entscheiden, war eigentlich alles ziemlich geil. Aber mein Favorit ist eigentlich die Serie Zurück in die Zukunft, weil ich die einfach noch nicht kannte. Deswegen kann ich mich da jetzt dran setzen und das einmal angucken. Und ja, schreibt mir, was es bei euch war. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video wieder.